Moin Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge. Ja, es ist schon die dritte Folge. Und dann starten wir mal direkt rein. Ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle. Naja, ich bin jetzt eingefroren. Ach komm. Gucken, wo wir hier schon unterweisen können. Hier noch Strickman. Ein bisschen Eisen nimmt man mit. LOL. Okay, das ist jetzt sehr lucky. Mal sehen, wie viele das sind. Ich hoffe, mehr als vier. Ja, schade. Wieder vier. Aber immerhin, insgesamt schon acht. Das ist geil. So viel hatte ich mir insgesamt gar nicht erhofft. Frage ist, gehe ich jetzt schon wieder hoch oder tut mal nicht weiter? Gott! Hilfe! Aber Lapis Lazuli. Gott, ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Oh Gott. Wer ahnt denn sowas, dass hier plötzlich jetzt einfach so ein Creeper spawnen? Sollte es echt ausleuchten hier. Vor allem, wenn ich kein Schwert habe. Aber das ist übel sinnlos. Ich baue mich irgendwie 2000 Blöcke in eine Richtung und dann finde ich beim Swimmen einfach so viele. Geil, das sind viele. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Krass, 17 Dias. Swimmen wird das jetzt auf jeden Fall noch zu Ende. Vielleicht gibt es noch mehr, aber ich glaube nicht. Nicht. Mega, auch nichts. Aber Eisen. Nimmt man mit. Auf jeden Fall wichtig auch noch für den Abbau und so. Obwohl ich glaube, erstmal haben wir uns keinen Amboss. Wieder nichts. Redstone ist ja auch nichts wert. Kann man höchstens für Level holen, aber ich habe ja immerhin schon 11. Es kommt wahrscheinlich durch die ganzen Tiers. Und wieder nichts. Aber ich will mich nicht beschweren. 17 Tiere sind stark. Aber ich verstehe echt nicht, warum ich irgendwie so lange nichts gefunden habe und dann auf einmal so viele. Ich habe auch Angst, dass ich hier jetzt gleich wieder als Creeper komme. Also, es war schon dezent scheiße. Gut. Dann, wo ist unsere Platte? Auf jeden Fall wieder mit. Ich denke eigentlich nicht, dass wir hier je wieder kommen. Vielleicht wird diese ganze Strecke ganz bestimmt nicht nochmal laufen. Naja, viel Spaß beim Zusehen bei der Timelapse hier jetzt gleich. Mega, so eine lange Strecke. Gott, was war das denn? Habe ich irgendwas verpasst? Gott, diese Geräusche mag ich gar nicht. Naja, immerhin ist es ja na, geil. So wünscht man sich das doch. In mir explodiert wäre, ne? Also so komplett in mir, da wäre ich auch tot gewesen. Ist noch was gespawnt, oder? Nope. Noch eine ganz schöne Strecke. Eine Ewigkeit später. Oh, da sind wir gleich da. Endlich. Stehen, nicht diese krüppelige Schwimmbewegung, wo man nicht vorankommt. So und hoch, nochmal Spaß. Och nö, der bringt mich doch gleich um. Ich habe keine Lust zu sterben mit 17 Dias. Machen wir das jetzt am besten. Ich werde mir glaube ich mal ein Schwert machen und hoffen, dass ich das Ganze überlebe. Höh, er ist weg. Auch weg. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber WTF. Ich habe mich jetzt voll auf den krassen Fight überhaupt vorbereitet und dann ist er einfach weg. Ich sehe schon, komm, gleich steht er noch in irgendeiner Ecke und sprengt mich komplett weg. Ja, moin.
Genauso wie jetzt bestimmt Nacht sein wird, wenn ich oben rauskomme. Wer hätte es gedacht? So, aber da wir jetzt ja einige Dias haben. Was war das für ein Bug? So eine Scheiße. Naja, egal. Regen wir uns nicht drüber auf. Sondern schauen jetzt erstmal, dass wir unsere Öfen befüllen mit Eisen. Dann werden wir uns mal eine Kiste machen. Zu placen und so Dias rein saven. Dann kann uns ja nicht mehr. Bognertischer, den wollten wir noch placen. Für einen Villager. Ich hab mir überlegt, wir werden hier ein großes Dorf machen. Mit viel Bevölkerung und so. Wir werden das komplett geil noch. Gold, das schmelze ich auch noch. Und werden das komplett ausleuchten und absperren, damit nichts passieren kann den Dorfbewohnern. Dann können die hier auch frei rumlaufen. So. Habe ich noch mehr? So, da will ich definitiv nicht raus. Ich glaube, ich muss mir mein eigenes Haus bauen. Bloß weg. Gut, aber für das Projekt werde ich auf jeden Fall noch einiges an Holz brauchen für die Zäune, die ich drumherum placen werde. Wir werden jetzt nächstes erstmal ein paar Bäume pflanzen, glaube ich. Ja, wir werden definitiv ein paar Bäume pflanzen, weil hier steht ja gar nichts an Bäumen. Bäume. Und dann können wir weiter überlegen. Ich würde das gerne halt zu so einem schönen Dorf machen. Dann würde ich gerne hier oben hier mein Haus hinbauen, so dass ich hier den ganzen Überblick habe über das ganze Dorf da unten und so alles sehen kann. Vielleicht würde ich mir dann auch noch einen Ausguck da oben bauen, aber das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall so, dass ich dann hier so sehen kann, ah, da ist unser Dorf und hier sind ganz alle unsere Villager und auch da hinten noch diese Insel sehen kann. Fand ich auf jeden Fall sehr schön. Werde ich mal im Ofen braten, das Eisen und so rausholen. Dann machen wir auf jeden Fall jetzt noch eine Eisenrüstung, weil man sieht ja, Creeper sind unterwegs. Habe jetzt weniger Lust daran zu sterben. So, die 5 Eisen behalten wir uns mal noch für eine Spitzhacke oder so. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Eisenrüstung. Damit würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wir haben jetzt immer ein halb Eisen, hab einige Dias gefunden. Fast mehr als Eisen. Und nächste Folge werden wir mal dafür sorgen, dass wir ein schönes Haus bauen, vielleicht eine Tierfarm, falls hier irgendwann mal Tiere spawnen, was ich bisher noch nicht den Eindruck hatte. Und ich denke, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schön. Vielleicht sehen wir uns dann ja wieder. Ich hoffe es. Bis dann. Tschüss.